Das Örtchen Mexley, in dem sich im Sommer und Herbst des Jahres 1932 die verstörenden Ereignisse abgespielt haben, von denen ich hier berichten will, liegt in dem Teil der Grafschaft Sussex, der ein wenig hügelig ist. Die Einwohner sind sehr stolz auf ihre alte, in normannischer Zeit erbaute Kirche und die vielen aus der georgianischen Epoche stammenden Häuser. Zum Verdruss der Anwohner wird leider die quer durch den Ort führende Straße, die Brighton mit London verbindet, an den Wochenenden zu einer regelrechten Rennstrecke für diejenigen Automobilbesitzer, die für ein, zwei Tage der schlechten Luft der Hauptstadt in Richtung Küste entfliehen wollen. Und das sind leider nicht wenige. Sämtliche Einwohner atmen im wahrsten Sinne des Wortes immer erst am späten Sonntagabend wieder auf. Wenn der Motorenlärm in der Ferne erstirbt und der Gestank der Abgase von den Linden, von der nahen Küste kommenden Lüften wieder verweht wird. Ich selbst darf mich äußerst glücklich schätzen, seit meiner Pensionierung in einem der vielfach bewunderten georgianischen Häuser zu leben, die ich bereits erwähnte. In meiner Nachbarschaft wohnen einige interessante Menschen. Allen voran, in einem hübschen alten Haus mir direkt gegenüber, Professor Francis Urquhart. Er hatte lange Jahre an der Universität von Cambridge den Lehrstuhl für Psychologie inne. Wie man wusste, waren aber die Erforschung okkulter und übernatürlicher Phänomene sein eigentliches Steckenpferd. Manch einer in Mexley wollte gehört haben, dass es diese seine Leidenschaft war, die ihm damals seine frühzeitige Pensionierung beschert habe. Aber auch das lag nun schon bald 2 Jahrzehnte zurück. Gleichwohl schienen die Umstände seiner Emeritierung immer noch eine offene Wunde für meinen Freund zu sein. Nahtoderlebnisse, Spukhäuser, Vampirismus, automatisches Schreiben und Besessenheit. Das waren die Dinge, die mich mein Leben lang interessiert haben. Aha. Ich hätte viel an Wissen darüber an die Studenten weitergeben können, aber die da oben wollten das nicht. Sie hatten zu viel Angst, dass sie sich mit einem solchen Lehrangebot lächerlich machen würden vor den Skeptikern und Besserwissern. Ja, ja. Dabei weiß doch jedes Kind, wie verbreitet der Glaube an Geister in unserem schönen Land ist. Eben. Vermutlich bin ich damals schlicht und ergreifend ein Stück zu weit nach vorne geprescht. Naja. Von dort führte dann kein anderer Weg mehr zurück, als der schweren Herzens meinen Hut zu nehmen und mich hierher in mein Heimatörtchen als vermeintlich gut situierter Professor im Ruhestand zurückzuziehen. Was ja auch nicht das Allerschlechteste ist, Professor. Da sagen Sie was, Emmett. Ja, besonders was die Nachbarschaft betrifft, habe ich es hier durchaus gut angetroffen. Mhm. Aber das lässt sich nicht leugnen. Dieser Einschätzung schließe ich mich an. Wissen Sie, im Grunde war mir das Lehren immer zuwider. Man kaut den Studenten Jahr für Jahr all das vor, was man schon seit 100 Jahren weiß. Anstatt zuzugeben, dass noch so viel im Dunkeln liegt, dass es wert wäre, erforscht zu werden. Nein. Unterrichten, das ist nichts für jemanden wie mich, der weiß, dass er eigentlich nichts weiß. Tja. Hätte ich etwas mehr von einem selbstverliebten Esel, dann hätte ich bestimmt eine steile Karriere an der Universität machen können. Aber so, Grämen Sie sich nicht. Oh, ja, grämen. Würde mir nicht einfallen. Dann ist es ja gut. Ach, sehen Sie mal. Tja. Da kommt schon wieder so ein Luftverpester angerast. Seltsam. Mitten in der Woche? Wie sehr mir diese lärmenden Gefährte noch zuwider sind. Uns allen, Professor, uns allen. Oh. Hä? Was ist denn jetzt? Hallo, Sie da. Hä? Meinen Sie uns? Ja. Bitte, kommen Sie doch mal, meine Herren. Ich habe eine Frage an Sie.
Hat man sowas schon erlebt? Na, kommen Sie. Meinen Sie wirklich? Ja, natürlich. Sind Sie nicht neugierig, was die Dame möchte? Nicht im Mindesten. Warum sollte ich auch? Guten Abend. Guten Abend. Ich bin Mrs. Amworth. Ah, Sie haben das... Ich habe das Collins-Anwesen gekauft, ganz genau. Aha. Ja. Komische Art, sich den Nachbarn vorzustellen. Oh, das ist mir durchaus bewusst. Bitte entschuldigen Sie. Ob es das besser macht? Ich... Er meint es nicht so. Aber was? Wie bitte? Das ist übrigens Professor Francis Urquhart. Ah, von Ihnen habe ich schon gehört. Es freut mich, dass wir uns kennenlernen, Professor. Ja, ja. Tsch. Und ich bin Emmett Foster. Mr. Foster, wie nett. Ich wohne dort in diesem Haus und der Professor dort drüben. Oh, zwei reizende Häuser sind das. Oh, danke sehr. Aber verglichen mit dem Collins-Anwesen sind Sie... Was ist denn nun in Ihre Frage? Ach ja, natürlich. Was halten Sie davon, wenn Sie beide heute Abend zu mir zum Essen kommen? Es würde mich so freuen. Ich spiele leidenschaftlich gerne Picket und bin immer auf der Suche nach Menschen mit Niveau, die mit mir spielen. Was für ein angenehmer Zufall. Ich spiele selbst auch sehr gern Picket. Sehr gut. Und Sie, Professor? Mich müssten Sie, was dieses besondere Kartenspiel betrifft, wohl erst anlernen. Oh. Oh, das machen wir gerne, Professor. Ist es nicht so, Mrs. Amworth? Gewiss. Daran soll es nicht scheitern. Dann also heute Abend um 8 bei mir. Ja, also ich... Ich freue mich auf Sie. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Ah, diese... Abgase. Grässlich. Der Duft eines neuen Zeitalters. Das ich zutiefst verabscheue. Das wird den Fortschritt kaum aufhalten. Nein, das Rad der Zeit lässt sich bedauerlicherweise nicht zurückdrehen. Was für eine aparte Erscheinung, nicht? Ja. Also, hässlich ist sie nicht gerade, aber ich bin mir trotzdem nicht sicher, ob diese Dame hierher nach Maxley passt. Darüber möchte ich mir liebend gern heute Abend ein Urteil bilden. Ich hole sie um 8:10 ab, wenn es recht ist. Ist es fein.